Es ist gut, dass es sie gibt, die Rettungsschwimmer des Deutschen Roten Kreuzes am Güstrower Inselsee. Sie haben den Badestrand mit den großen und kleinen Gästen am Tage im Blick. Auch Cornelia Schewe sowie Doreen Rüther sind in diesen Tagen im Einsatz gewesen. Sie kümmern sich in ihren Einsätzen beispielsweise auch um die Sauberkeit des Rasens, sammeln Kronkorken oder ähnliches von der Liegefläche und beseitigen ebenso Algen, die sich am Strand ablagern. Zu ihren Aufgaben gehört aber auch, die Wasser- und Lufttemperaturen zu messen und anzuzeigen. Doreen Rüther ist das zweite Jahr am Badestrand im Einsatz. Ich habe mich mit 16 dazu entschieden, ehrenamtliche Arbeit zu leisten beim Deutschen Roten Kreuz. Habe das auch begonnen, dann durch die Geburt meiner beiden Kinder lange Zeit ausgesetzt und bin dann wieder zum Schwimmen gekommen, eben durch meine Kinder. Und habe dort das Schwimmtraining übernommen und meinen Rettungsschwimmer nachgemacht. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Herr Möller hat mich angesprochen und ich fand das eine gute Idee. Die Bedingungen für die Ersthelfer der Wasserwacht haben sich an der Badestelle wesentlich verbessert. Im dritten Jahr sind sie nun in ihrem neu errichteten Haus untergebracht. Das ist zwar vom Steg etwas entfernt, doch einer der beiden Rettungsschwimmer ist meist am Strand direkt unterwegs. Christian Möller, der neben Bützow und Krakow am See auch für den Güstrower Strand verantwortlich ist, ist froh, dass der Dienst gut abgesichert werden kann. Einmal möchten wir, dass wir von Seiten der Wasserwacht das alles hier in Ordnung haben, dass die Leute sich sicher fühlen. Und wir möchten aber auch, dass unsere Gäste und die Güstrower sich hier am Inselsee wohlfühlen. Das ist unser Hauptinteresse und dafür tun wir auch einiges. Zum Beispiel halten wir auch den Strand sauber und versuchen, dass hier alles in Ruhe und Frieden abläuft. Ob Schulklassen oder Kindergruppen, sie alle freuen sich, dass am Badestrand Rettungsschwimmer der DRK Wasserwacht eingesetzt sind, damit sie Badefreuden und das Spielen am Strand des Inselsees genießen können.